Oh, ich schneide so führt man einen Krieg richtig in Spanien. Da wird er einmal nicht von Heiko organisiert und schon funktioniert er. Na gut, ist okay. Sagen wir so, im letzten Frankreich-Krieg, da war das Kriegstier auch beschissen gewesen. Ich möchte jetzt sagen, ab jetzt wird Scullys unsere Kriege organisieren. Wir führen auch keinen Krieg in Frankreich. Ja, aber das ist das gleiche Prinzip. Nein, Frankreich hat tausendmal mehr Truppen. Ja, aber Heiko, wenn wir Frankreich bekämpfen würden, hättest du deine ganzen Truppen. Der Vatikan bekommt Zugang durch den Osmanen, ich leg ihn los. 15.000 Leute mehr. Also, das wäre kein Unterschied. Oh, fuck. Heiko. Oh, hätte ich was gesagt. Ich hab da nicht angegriffen, ich wurde angegriffen. Ja. Der wurde angegriffen. Jetzt, Heiko. Ja, ich kann da leider nicht rüberlaufen. Was ist das denn? Warum kannst du nicht rüberlaufen? Weil ich wegen Festung. Johannes, bist du noch da? Heiko, du hast auch noch 20.000 Leute stehen. Also, bist du ja, stimmt. Ah, stimmt. Ja, gut, ja, danke. Ich bin dabei, mein Land wieder aufzubauen. Achso, ja, gut. Verstehe das. Gleiche Moral. Wo die 5%. Kann ich schon los sein? Was wollen wir von Toulouse? Die Disziplin, ne? Ich meine, ihr könntet mir natürlich da eine Provinz rausgeben. Wie wär's mit, nee? Der ist doch stehen geblieben mit den 7,4k, ne, Heiko? Die kannst du da wegnicken. Kannst du wegsnacken. Soll ich den Vatikan stärker machen? Nee, warte mal. Gibt's vielleicht bestimmte Verbündnisse, die rauszahlen? Nee. Könnt ihr mir schon mal alle eure Provinzen übertragen? Ich könnte Kriegsreparation machen und Geld fördern. Sardinien wäre ganz schön, wenn die da weg sind. Heiko? Ja, ja, ich komm. Ich hau jetzt Andalusien raus, okay? Andalusien, du haust mich raus. Aus dem Krieg raus. Du haust mich aus dem Krieg raus. Nicht Andalusien, Toulousien. Warte, da könnte man noch... Wieso, da kann ich noch locker belagern. Aber was wollen wir denn von denen? Na gut, Geld. Wo ist Toulouse denn überhaupt? Na, Geld kann ich schon fordern, also ich kann schon alles fordern, was ich. Na gut, dann lass mich mal noch raus aus der... da, bevor ich da in Mexiko... Ich musste den Einschlag noch beginnen. Ja, ich musste, weil das der einzige Weg raus war, also. Der Aragorn kommt, der greift dich jetzt ja, an. Ja, das sollte kein Problem sein. Wollt ihr mich verarschen? Du bist so absichtlich. Grimmig, entlage dir mal deine Rettung. Mich rein, mit, das mit. Ja, er hat es gescannt. Alles super geplant. Jetzt kannst du machen. Mach die Russen-Taktik, verbrannte Erde, ich lass ihn kommen und dann... hat er Rebellen im eigenen Land und dadurch, dass es die Taktik. Du hast nicht ganz funktioniert, aber okay. Gibt ihr schon mal mir schon mal die Provinzen? Was? In Aragon. Oh ja, Leon. Ja, weil da kann ich nämlich separat Frieden machen. Ja, und dann könnt ihr noch auch noch mal. Ich glaube, ich zurückfordern kannst und zwar. Oh, ich habe den Fitcrow-Stamm. Die hat Marokko momentan belagert. Ja. Jetzt nicht mehr. Rechts auf dem Kerngebiet Teil. Von. Da hat er mich gerade auf. Tarragona hat er, also. Ah, Gott, ich schreite an der Lux. Okay, ich werde von. Portugal belagert. Hat der Aragonese. Also braucht ihr noch irgendwo irgendwas? Ich hab eine riesen Flotte, die nichts tut, und eine riesen Armee, die nichts tut. Ja, nein, also jetzt tut sie nichts mehr. Die hat ja. Ja, wir haben gerade, was weiß ich, von 24 sind 8 Schiffe übergeblieben. Arabien, du hast noch eine Provinz hier. In Aragon. Das ist doch egal, die bessere nicht vorne, oder? Nein, aber das ist Kriegsstand. Du bist separat. So oder so, weil du Leiter bist. Also. Na, ich bin nicht Leiter. Ich bin Leiter. Entschuldigung, aber trotzdem. Er will separat. Mach einfach. Mach einfach. Guck auf den Kriegsstand, das ändert nichts. Jetzt mach's nicht einfach. Nicht mal, weil. Ja, ich wollte nur sagen, schau drauf. Es wird nichts mehr was geändert, wenn. Ist egal. Mach's einfach. Wo ist denn die Aragon-Flotte hin? Ah, die zieht sich jetzt irgendwo. Hab ich ja. Ja, schon gut. Ich sag dir das. Du kannst jetzt separat früh machen. Gut, ich glaube Aragorn ist zu 100% belagert, oder? Aber brauchst du noch, oder? Für Kriegsstand. Ja. Kannst du mal gucken? Der Portugiese ist halt das, ist halt Krieg. Ja, das hat auf jeden Fall Unterschied gemacht. Ich könnte mir jetzt eine, also die untere Provinz von Portugal da holen. Ja. Und meine Kernprovinz und Balis-Sona. Achso, und Lissabon noch mit dem Zweiten Krieg, okay. Ja. Ja, mach. Warte, ich guck mal kurz. Warte noch vielleicht. Ich hol so viel du dir holen die kannst. Die eine Armee zumindest zurück haben. Hol dir vielleicht so viel du dir holen kannst. Halt schon. Oh, ich hab Rebellen, die nächste Forderung. Aragorn, ich möchte ganz gern Kern zurückhaben. Ja, das kannst du ja machen, Kern zurückgeben, das ist ja. Das ist 6% halt. Warten wir mal ganz kurz. Ich will mal was auf. Ach ja. Consensa oder wie das heißt. Was? Ganz kurz eine Söldnerarmee holen.
Oh scheiße, vielleicht verliere ich hier. Ach, wegen den Inseln von Portugal. Ja genau, weil ich hab da halt noch gerne die Hauptstadt, ja. Ich sehe die Hauptstadt außerdem. Die Hauptstadt ist auf einer Insel. Aber dazu soll das in Portugal, das machen wir dann, sobald Aragorn raus ist. Wie viel Kriegsstand haben wir? 69, okay, das. Achso, stimmt, er macht jetzt einen Separatfrieden, also können wir ja einfach. Ja, wir haben gleich aber hier die eine Festung, dann können wir noch ein bisschen mehr fördern. Oder ich mache einen Separatfrieden. Marokko, du läufst gerade an der Mitte. Ich kann auch mit Portugal selber Frieden machen. Hey, ja, dann mach halt, wenn du willst. Ja, müssen wir nur die Truppen rüber, das ist kein Ding eigentlich, oder? Jungs, habt ihr ein Problem damit, wenn ich mit Portugal einfach einen Separatfrieden mache? Nein. Nein. Marokko, nimmst du kurz die Armee da in Afrika? Außerdem? Jetzt machen wir es nicht. Oh ja, tut mir leid, ich hab nicht hingeguckt. Habt ihr da irgendwo hingestellt? Ihr könnt doch, wartet mal, macht doch einen Frieden mit Aragorn und nehmt den alle Verbündeten weg, alle Starken. Nein. Und dann. Das machen wir dann. Ja, wir machen jetzt separat Frieden, das mache ich dann im letzten. Meine ich ja, weil dann. Müssen wir nur England rausnehmen und dann. Oder, warte mal, könnten wir es nicht so machen, dass. Wir haben ja eh genügend Armeen gerade hier in Aragorn. Wenn wir jetzt hier ein paar Belagerungen an Tunesien übertragen, kann er ein bisschen mehr aus Süditalien fordern. Ich brauche ich brauche Kriegsstand gegen Portugal, nicht gegen Aragorn. Ich kann mit Aragorn. Ja, aber das ist doch Gesamtkrieg, ist das doch, oder? Andalusien geht doch. Portugal ist der Kriegsleiter, das ist ja ein Krieg. Was wollt ihr? Nee, okay, dann hier. Mach so viel du dir nehmen kannst, Tunesien. Wir werden jetzt nicht irgendwie jetzt. Also, ich hab mir jetzt noch eine Festung übertragen. Machen wir es jetzt nicht unnötig kompliziert. Warte mal, ich guck mal. Was ja, hast du die Festung auf jeden Fall dazu gekriegt. Ja, ich kann auf jeden Fall jetzt meinen Kern schon mal zurücknehmen. Ja, gut, also, okay, ich mach dann jetzt Frieden, ne? Jo. Warte, nein, lass ihn doch erst noch. Achso, nee, wir machen. Ich bin noch Andalusien. Ja, du. Achso, warte mal, du bist ja nicht Kriegsleiter. Du machst ja einen Kriegsleiter. Ich habe jetzt. Deswegen habe ich das doch gemacht, dass ich Kriegsleiter bin. So, ich bin raus. Okay. Ich habe meinen Kern. Wenn ihr mehr Warscore braucht, ich kann den Aragonesen wieder komplett belagern, wenn ihr wollt. Okay. Ja, mach das. Gut, ja, seine Festungen werden schon belagert, also. Frankreich lässt uns nicht mehr durch, aber wir haben auf beiden Seiten genügend. Ja, wegen dem Bündnis, also wegen dem Zugang hat er aufgekündigt. Ja, ja. Aber ich meine, wir haben, ich habe 40.000 auch. Für Andalusien wird es aber schwer, seine 33.000 Mann wieder zurückzubekommen. Ach was, ich habe Transportschiffe. Ja, es wird vielleicht seine Zeit dauern, oder? Guten Mexiko, kann noch eine Weile dauern. User joined your channel. Johannes? Ja? Wäre es schlimm, wenn ich von Jakant alles nehmen würde? Ehrlich gesagt, wäre es mir egal. Ja, okay, also, gut, wenn du willst, kannst du es haben. Ja, genau, weil mir ist so aufgefallen, bei mir ist jetzt ja Ende Gelände mit mir erobern und ihr habt ja noch ein bisschen was vor euch. Also von dem her. Also ja, wobei noch nicht, natürlich noch die Temuriden, aber dann ist Ende Gelände bei mir. Also wie gesagt, ja. Nick, mir ist egal, du kannst keinen haben. Okay, wunderbar, jetzt habe ich nämlich 100% Frieden. Ja, das ist schon nice. Genau. So. Jetzt hast du nur noch minus 28. Jetzt haben wir einen negativen Warscore. Also eine Provinz von Ding war auch noch dabei, von Kazan, aber das ist jetzt ja nicht so schlimm, glaube ich, oder? Das war ein so eine Eckprovinz, schon jetzt hässlich ausgesehen. Also, guck mal, wir sind in einem Stadium angekommen, da kann man darüber philosophieren, ob etwas hässlich ist oder nicht. Ach ja, wie schön. Ansonsten gibt es ja auch noch den Border-Kriegsgrund. Frankreich hat jetzt Kolonialkrieg. Also, ich bin wieder unten, gell? Jo. Eine Unabhängigkeit. Ja, Unabhängigkeit. Und das heißt, das Sunni-USA wird gleich größer, wenn die unabhängig sind, wahrscheinlich. Alko, könntest du mir 5 Dukaten geben als Subvention? Nee, hab kein Geld. Nee, Spaß. Andalusien, oder? Ja, weil so könnte ich da meine 33.000 Leute behalten. Weißt du, Alko, ich lebe von Kriegswirtschaft wirklich in diesem Projekt. Meine Wirtschaft basiert auf Krieg. Wenn ich nicht Krieg mache, mache ich 10 Dukaten weniger. Liegt in meiner Natur. Ich hab Krim dann irgendwie Hilfe gegen Timurichen oder so brauchst, gell? Ich hab 23.000 Mann bei dir unten stehen, das ist okay. okay. Maiko, wie lange geht denn das Ding jetzt noch? Noch 3 Stunden. Demnächst ist rum. Also, Janik macht seinen Partner fertig.
Also, ich kann auch alleine gerne heute spielen. Also, ab dem nächsten Livestream wird es definitiv spannend, weil dann werden die ganzen Inder einfach nichts anderes mehr tun, als uns bei so einem Kriegen helfen und dann werden wir einfach nur noch bashen und zwar alles. Dann wird es ja aber nicht spannend, dann wird es langweilig, wenn wir alles wegmachen. Es war jetzt lang genug spannend. Ja, ernst. Jetzt kann es aber spaßig werden. Ja. Also immer hat Andalusien auf die Fresse bekommen. Ja, echt so. Also ich meine, es ist auch nicht spannend, wenn man nichts tun kann, weil man genau weiß, dass man dem Feind maßlos unterlegen ist. Ja. Maßlos überlegen zu sein, ist aber auch... Unterlegen. Maßlos überlegen macht ab einem gewissen Punkt Spaß, wenn ein die Ungarn einfach so 300 Jahre auf den Sack gehen, weil sie endlich fertig machen kann. Oh Gott, das wird so eine Genugtuung sein. Ah, oh Gott. Du Osmane, also da hast du kläglich versagt, du. Was? Mich 300 Jahre lang jeden Krieg ruft, den man führt. Und sich dann beschweren, dass meine Gegner zu stark sind. Ah, gut, darüber rege ich mich schon gar nicht mehr auf. Hallo, ich hab Frankreich vor der Nase. Du hast das so gewollt. Ich wollte das auch so, aber mir war ja klar, also ich geh mal auf 4, gell, falls das nicht irgendwie abkackt oder so. Nein, mach. Du bist ja nur im Krieg, nee, kannst du machen. Nee, ja, oder? Kannst wirklich machen. Ich meine, also ich belage momentan nur. Okay, hilfst du mir, hier. Ja, süß. Muss gerade nur meine Dings zusammenziehen. Ich kann mir einfach drauf gehen, oder ich gehe jetzt erst drauf und ja. Gut. Ich hab das Zentrum. Gut. Willst du mir sagen, meine Truppen sind nicht in der Lage, das Zentrum zu halten? Boah, wieso gibt es hier ne? so scheiße viele Piraten einfach? Wen sind die denn? Wo denn überhaupt? Weiß ich nicht. Also in meinem Handelsraum regieren die Piraten. Großbritannien. Dein Ernst? Ja, die schicken. Ja, geh mir mal aus, einfach über den Land. Das ist auch bei mir, wir haben ein richtiges Piratenproblem. Also ich habe Aragorn wieder komplett belagert. Unter so 50k Rebellen rausgekloppt. Komplett Aragorn. Wollen wir vielleicht demnächst Frieden machen mit Aragorn? Also die rauskicken, weil die haben gerade 50.000 Rebellen und ich würde die gern da nicht angreifen. Eigentlich arbeite ich daran. Das sind Republikaner, das ist doch egal. Was ja schon, aber das ist destabilisiertes Land. Ja und? Wir machen jetzt hier einfach schön was. Wir wollen halt jetzt den Krieg. Also soll ich die Rebellen besiegen? Schon wieder stimmt mein Thronfolger. Ja, zögerst so lange in der Mitte aus, aber ja. Ja, die belagern halt die Provinz, aber ich guck, ich behalte ein bisschen im Auge. Oh, Shogunat wurde Japan gestürzt. Japan ist, Frankreich ist den Krieg einfach am Verlieren gegen seine Kolonien. Das ist doch schön. What? Frankreich hat nur noch 42.000 Leute. Hört sich ja mehr Leute als Frankreich. Aber die sind mit den Großbritannien verbunden. LOL! Direkt Frankreich angreifen, wenn die nur 48.000 Mann haben. Die sind nur noch mit Großbritannien verbunden und die gehen nicht mit rein. Heiko, kommst du zu mir rüber in mein Land? Von Andalusien? What the fuck? Seit wann können. Andalusien? Ja, ich schicke. Oh, geil, ich kann da durchlaufen. Ja, ich hab dir geschickt, ne, also... Ich kann auch so durchlaufen, ja, aber... Ja, du hast keinen Zugang zu mir noch, nicht. Doch, irgendwie schon. Oder sind die Armeen von mir exiliert? Die sind's nicht. Dass ich mich beschwöre, aber würden wir vielleicht den Aragorn... Mach mal die Geschwindigkeit runter, wenn wir das mit... Ja, ich hab wirklich, mehr als genug Aragorn-Krieg geführt, also... Ja, aber ich nicht. Krieg machst du nächstes Mal, Alter. Ja, klar, aber ich meine, schon mal Truppen rüberschicken, also... Den kriegen wir jetzt hier gleich schon beendet, wir haben ja jetzt hier den... Krieg steht kurz vorm Ende. Was ist das denn? Wir stehen kurz vorm Endsieg. Lassen sich andere Leute auch und noch. Ja, mal, seit wann können eigentlich Kolonialnationen untereinander Krieg führen, ohne dass ich Bescheid kriege? Können die jetzt nicht mal. Irgendwann heißt es. Ja, Heiko, seine 30.000 Mann können doch so lange Barcelona noch belagern, oder? Solange die da rumstehen, Heiko. Was kann ich machen? Deine 30.000 Mann können doch so lange noch Barcelona belagern. Nach rechts einfach die eine Provinz gehen weiter. Wieso? Ich hab dir nicht genug Truppen, um alles zu belagern. Doch, aber wir lagen gerade was anderes. Also, kannst doch eine Provinz, wenn wir uns mit der Umweg. Das wäre jetzt eigentlich kein glücklicher Umstand für dich, denke ich mal. Warte. Barcelona jetzt. Ich dachte gerade im Helve, wo. Wenn die Nachbarprovinz hat, nicht mal eine Festung. Ja. 3 Schneidtoren, Leute.
Ich hab einfach Scheiße, quasi unendlich Geld, ein halbwegs, okay, ich hab kein stabiles Land, aber sowas ähnliches. Sowas ähnliches ist ein stabiles Land. Ich hab kein stabiles Land, aber ich hab so viel Militär, dass die Rebellen mich mal können. Das okay, ist meine Definition von stabilem Land. Wir haben wieder ausgepumpt. Wie viel hab ich gerade? Frankreich hat 31 Söldner am Ende, also deswegen hat er so viel wieder. Ah, warte, ich hab auch Söldner, warum hab ich noch Söldner? Direkt aussortieren. Hey, wo hab ich noch Söldner drin? Okay, warte, dann mach ich jetzt. Achso, ich hab Söldner auf Reserve, okay. Urbanisation, oh, das erinnert mich irgendwie so eklig an den Unterricht heute. Gentrifikation, Heiko, Gentrifikation. Ja, ja. Heiko und Johannes machen ihr das war so schlimm. In unserer ECS-Arbeit war tatsächlich die Aufgabe gestellt, Heiko und Johannes machen ein, wie war das, Praktikum in Bangkok und lernen da zwei Thailänderinnen kennen. Diese stellen jetzt irgendwelche Fragen, beantworte sie oder sowas. Das könnte man so falsch verstehen. Das war auch beabsichtigt von unserem Lehrer, so formuliert. Ja, weil Heiko, ich habe mitbekommen, die haben, also in seiner lieben BK-Klasse haben sie ja wirkt, dass er von der Schulleitung aus keine Witze mehr machen darf, weil er sonst fliegt. Ja? Echt jetzt? Mhm. Okay, Leute, entweder ihr macht jetzt die nächsten 2 Minuten Frieden oder ich mach die aragonischen Rebellen da tot. Also ihr habt ja alles belagert von Aragon, also könnt ihr jetzt Frieden machen. Ja, jetzt hab ich was vergessen. Ah, egal. Wir sind noch im Krieg. Also ja, mit Aragon also haben wir jetzt. Wegen Litauen, wegen Portugal da. Ja, warte. Ja, aber Portugal ist halt nicht. Portugal, da müssen wir nur die Insel kurz belagern, das ist gar nichts. Weißer Frieden. Portugal, komm. Heißer Frieden. Ja, das ist jetzt unnötig, noch was gegen Portugal zu machen. Ach ja, ich muss. Ich kann nicht verstehen. Können exilierte Truppen Rebellen angreifen? Nein. Gut, Gott sei Dank. Exilierte ja. Truppen können nix. Genau, Heiko annehmen. Das ist von Aragon, genau. Ja. Ich muss meine Beziehungen erstmal zu Dings zu Marokko verbessern, bevor. Ja, ich muss jetzt sowieso erstmal noch meine Flotte zusammenschließen, meine Truppen organisieren im Sinne von, dass er halt. Hi, Heiko, also hey. Ich werde dann demnächst am Ende soweit. Ja, wir haben jetzt ja gerade eben auch unseren Frieden gemacht. Mhm. Nein, noch ein Part geht nicht, oder? Weil wir würden jetzt Frankreich kriegen. Na, nee, das braucht mehr als ein paar, das garantiere ich euch. Ja, aber so ja das stimmt. Übrigens, wartet doch ab, bis mal meine Truppen auch noch startbereit sind. Ja, also Frankreich hat gerade eben keine Verbündeten plus 60.000 Mann, ich habe selber doppelt so viel. Ja, okay, aber dann würde ich sagen, machen wir doch beim nächsten Mal so weiter, oder? Ich wieso ist der Bengale eigentlich Verteidiger des Glaubens? Ich muss die ganzen nicht. Provinzen konvertieren, ich brauche 2 Nationale. Ja, die müssen auch konvertieren, wie blöd. Achso, okay. Ah, stimmt, die haben da oben ja was, okay. Ja, könnte schon auch mal auf religiöse Ideen gehen oder so. Ja, also Heiko, wollen wir noch kurz, wir zwei in einem extra Channel kurz eine Abschlussbesprechung machen? Jo, so. Kann man machen, geh mal, warte, okay. Ich rufe uns kurz. Heiko, ich rufe dich gleich mit rein, ne? Was? Ja, gegen Frankreich. Nein, jetzt warte noch kurz, das machen wir im nächsten Part. Ich organisiere jetzt noch die ganzen Truppen. Ich baue jetzt mir eine Flotte auf mit voller Power. Na komm, meine Truppen zu dir rüber. Ja, genau, also. Genau. Mach. Sorry, war da fast schon. Kein Thema. Also, ja, wie lief's denn bei euch so in letzter Zeit hier? Also ganz gut, wir haben den Vatikan auseinandergenommen, wir haben Aragon auseinandergenommen, wir haben die Timuriden auseinandergenommen, wir haben die Provinzen wieder zurückgeholt, die man mir weggenommen hat. Und ja, jetzt, gut, Ungarn hat natürlich die Goldene Horde auseinandergenommen. Ja, war ja zu erwarten. Ungarn ist halt auch übermächtig mit Österreich als Verbündeten sowieso. Da müssen wir halt echt auf euch warten. Jetzt Frankreich scheint ja etwas schwächer zu sein, wobei ich mitbekommen habe, Andalusien verliert Kors. Ja, da muss so cool. Man halt dann schnell drauf losgehen. Ja, genau, deswegen baue ich jetzt gerade eben noch schnell meine Flotte quasi fertig. Schicke da meine ganzen Truppen rüber diesmal. Das war der erste Krieg, wo ich wirklich mal meine Armee auf die Iberischen Halbinsel habe, wenn wir Krieg beginnen, weil normalerweise stehen die immer weiß Gott wo. Bringen uns allen nichts. Mhm. Und ja, ansonsten läuft es ganz gut. Was habt ihr jetzt noch gemacht? Ja, also ich habe mich am Timuriden gerecht, ja, dann habe ich oben Jakant erobert, also im Norden von mir. Deswegen ist mein Reich jetzt auch so riesig. Also jetzt habe ich schon 55%, bald ist Mysore von mir annektiert, unten, ja, diplomatisch. Mhm. Und dann werde ich, ja, und dann habe ich ja wie gesagt den Krieg gegen die Timuriden, jetzt führe ich dann nochmal ein, um dann den größten Teil vom Recht zu erobern.
Und ansonsten habe ich gerade eben, gerade zum Schluss, nochmal 28.000 Mann rekrutiert. Was bedeutet, ich habe jetzt eine Armee von 196.000 Mann. Und ich könnte immer noch mehr rekrutieren. Also mein Armeelimit liegt bei 240.000. Ich kriege momentan noch 26 pro Monat und werden sogar noch mehr, aber momentan werden manche meiner Einheiten noch aufgefüllt. Das heißt, dann kostet es ja immer ein bisschen was. Ja. Dein Truppenlimit ist einfach krank. Ja, genau. Schon geil. Gut, vielleicht hole ich dich auf, wenn ich meine Idee noch durch habe, aber... Dann ist mir gerade aufgefallen, dass es hier die Malediven gibt. Ich bin mal gespannt, ob ich da einen Kern drauf machen kann, wenn ich hier Mysore annektiert habe. Das wäre schon cool, ich würde die gerne erobern. Naja, und dann sieht man mal weiter, wie es aussieht. Aber ich finde, es läuft echt gut für uns hier. Mhm. Für uns lief es ja eigentlich bis auf so ein paar Sachen am Anfang, wo man da... Wobei, es war bei uns ja auch nicht leicht. Das muss man ja auch sagen. Es war schon schwierig bei uns. Vor allem bei mir in Indien mit Bachmanes, die ja so stark waren, jetzt vor ein paar Parts ausgelöscht wurden und so weiter und so fort. Also es war schon schwierig. Die Timuriden waren auch sehr stark. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich meine, die Goldene Horde kann ja wirklich jetzt nach und nach zum Beispiel Kasan schlucken. Bengalen schluckt noch Korea weiter. Malaya schluckt... Japan momentan und so weiter. Und wir haben jetzt einen Landweg zu euch. Das heißt, wir können das demnächst machen. Wahrscheinlich sobald mein nächstes Mal meine Stadt abläuft, genau. Ich muss demnächst mal meine Bündnisse auflösen mit den mit der Goldenen Horde und so weiter. Weißt du, dass ich mit euch Militärzugang machen kann? Hm. Weißt du was, ich mache das gerade mal. Dann löse ich hier mal. Kannst du noch ein Bündnis schließen, Heiko? Warte, ich muss eigentlich nicht, aber bestimmt kann ich irgendwas rauskicken. Ich muss auch, also, ich würde auch sagen, wir machen jetzt einen Krieg gegen Frankreich, den gewinnen wir hoffentlich von alleine. Also wirklich, ich habe auch noch 40.000 Mann Reserve, also. Ja, wobei, das sollte man hinkriegen. Wir brauchen es auch noch nicht machen mit dem Krieg, das lohnt sich. Also, ja, also Krieg. Das können wir auch irgendwann mal okay. Noch machen. Also, ich mache noch Krieg gegen Frankreich, dann könntet ihr ja kommen und einmal Österreich-Ungarn plätten. Das müssen wir halt ein paar Mal plätten, aber das ist ja egal. Einfach einmal, dass wir die vernichtet haben quasi und dann könntet ihr mal der Goldenen Horde helfen, Skandinavien auszuschalten. Mhm. Also ich denke, irgendwann kann man es auch aufteilen, dass dann müssen wir nicht mehr alle dieselben Kriege führen. Keine Ahnung, dafür Hindustan, Krim, Goldene Horde und du von mir aus den Krieg und der Bengale hilft dann Marokko, Tunesien, Arabien und Andalusien oder so. Ja, ja. Oder, weil wir haben ja mehr als genug Truppen. Genau, ja. Oder einfach die Asiaten helfen halt einem und der Rest kämpft halt irgendwo anders, was weiß ich. Wir kämpfen zusammen mit der Goldenen Horde gegen Skandinavien. Das würde ja vollkommen ausreichen. Ja, das wäre, also, die wären ja genau, direkt und wenn tot. Ihr gegen Frankreich kämpft, das ist ja kein Problem dann, ja. Also von dem her sehe ich da eigentlich momentan eigentlich ganz gute Sache bei. Ja, wir werden wahrscheinlich mehr als 1821 brauchen, aber ist ja kein Problem. Das haben wir ja schnell haben wir ja oben geklärt, dass man das. Genau. Also von dem her, ich bin da guter Dinge eigentlich. Mir macht Spaß immer noch nach wie vor. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mal für heute. Jo, ich rekrutiere hier noch ganz kurz ein paar Truppen. Also jo. Alle. Okay, ja. Also nochmal kurz 40.000. Schon mal so nebenbei gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat, uns hier bei diesem Livestream zuzuschauen. Mal gucken, wann es den nächsten gibt, das wissen wir noch nicht. Kann also sein, dass es wieder eine kleine Pause gibt. Wobei, bei mir gab es ja gar keine Pause. Wir ja, bei mir lag es eher irgendwie so an, komm nicht zu nix irgendwie. Ja, bei mir, an der Pause lag es bei mir, dass es keine gab, weil ich vergessen habe, zwei Parts hochzuladen. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen und hat es mir mal nicht reingepasst und so weiter, das rauszuhauen am Dienstag. Zum Beispiel jetzt, heute kam ja der letzte Part, also am Mittwoch. Naja, also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. So, wunderbar. So, den Stream lasse ich jetzt noch kurz laufen, aber ja, gehen wir mal zu den anderen noch runter, oder? Ja. Sagen denen, dass Schluss ist. Sind die auch noch alleine? Ja, also ich muss meine Armee da noch abziehen, weil die ich exiliert. Aber ich schicke meine Truppen sowieso jetzt dann gleich Stück für Stück rüber. Naja. Die kannst du da lassen, sobald wir den Krieg starten. Wobei ich eine Provinz unten übertrage. Nee, ich glaube... Nee, ich schicke die einfach per Flotte zurück, Stück für Stück. Gut. Wahrscheinlich mit Äthiopien will das Arabien nicht mal erobern. Ich bin hier gerade überall immer in Kriege reingerufen worden. Naja, das kenne ich. wie ist denn mit den Timuriden? Wie teilen wir die noch auf? Also den Timuriden, ich würde vorschlagen. Also Heiko, du kannst noch Kerman und Korsan erobern, ja. Mhm. Und ich würde halt eigentlich den Rest nehmen, so größtenteils. Okay. Heiko gefällt sich aber akzeptiert. Ja, also das sieht die Grenze halbwegs hübsch aus. Also ein bisschen. Das ist dann so ein gerader Strich nach oben. Ja, eigentlich brauche ich Hormus noch, das hübsch aussieht. Gut.
Almost got me. Wie hieß der Kriegsgrund nochmal mit Border? Border Gore. Ja. Ja, ja, übrigens, Aragorn wird von 50.000. Kann ich auch dich, kann ich mir Savas teilen, dann ist das mit und mit Homus ganz gut, also. Nee, gut. Aragorn ist mit Haiti im Krieg. Ja, Aragorn hat auch 50.000 aragonische Republikaner, also Aragorn ist tot. Ja, ja, wir planen dann eh nach Frankreich, kriegen auch einen Aragorn-Krieg, also ist es schon. Gut, ja, also, dann wunderbar. Gut, dann spare ich mal hier ab. War das schon EU, war das schon Part 12? Wobei, nee, 11 erst. Nächsten Sonntag. Was, 11? Ja, ich mach immer, ich hab jedes Mal hochgezählt, wenn wir gestreamt haben, also. Das ist jetzt das 11. Mal, dass es einen Stream gab. Okay, nicht schlecht. Hast du schon gespeichert, Heiko? Jetzt habe ich gerade gespeichert. Heiko. Okay, also kann man raus, oder? Jo. Ja, kann man. Heiko. Ja? Sonntag. Immer unten. Weitermachen, ne? Ist da ein Fußballspiel? Nein. Wir haben extra nachgeguckt. Also doch, es ist ein Fußballspiel, aber es spielt Deutschland nicht.